Hallo, schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute bei unserem dritten Demenzei des Dialog- und Transferzentrums Demenz an der Uni Wittenherdecke. Erstmal nochmal herzlichen Dank für das letzte Mal, unser letztes Demenzei zu Wahn und Halluzinationen. Wir haben eine Menge Antworten von Ihnen bekommen, eine Menge interessanter Sachen und Sie finden auch das Ganze zusammengefasst auf unserer Seite des Dialogzentrums. Jetzt aber zum neuen Ei. Das dritte Demenzei des Dialogzentrums, also der dritte Punkt, über den wir unbedingt mit Ihnen reden wollen, ist das Thema Sexualität. Sexualität von Menschen mit Demenz. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ob das ein extra Thema ist oder ob wir uns allgemein über Sexualität oder Sexualität im Alter unterhalten müssen. Wir glauben schon. Wir glauben, dass das Thema Sexualität einfach wichtig ist, nochmal zu behandeln, Sexualität in Bezug auf Menschen mit Demenz, weil es zweierlei ist. Zum einen ist natürlich Sexualität eine Riesenressource von Menschen, etwas, was Freude macht, was Vergnügen macht, wo Menschen etwas können, noch können. Und auf der anderen Seite ist es etwas, was sowohl den Menschen selber als aber auch denen, die sie betreuen, häufig Probleme macht. Und genau darüber wollen wir mit Ihnen sprechen. Wenn Sie mal an die Aktivitäten des täglichen Lebens denken, die viele, die in der Pflege arbeiten, mal irgendwann gelernt haben, gibt es eine Aktivität des täglichen Lebens, die heißt, sich als Mann oder Frau zu fühlen. Das heißt, wir lernen selbst in den Pflegeschulen und so weiter, dass natürlich ist, sich als Mann oder Frau zu fühlen, Sexualität nicht der einzige Punkt, der bedeutet, sich als Mann oder Frau zu fühlen, aber die Sexualität gehört natürlich dazu. Also, Menschen mit Demenz, nicht jeder, aber viele Menschen mit Demenz haben sexuelle Bedürfnisse. Auch das ist nichts Besonderes. Nicht jeder andere Mensch, der keine Demenz hat oder junge Mensch, hat immer und jederzeit sexuelle Bedürfnisse. Es gibt aber genügend Menschen mit Demenz, die ebenfalls sexuelle Bedürfnisse haben. Die Frage ist, wie können wir Menschen mit einer Demenz ihre Sexualität oder ihnen helfen, ihre Sexualität auszuleben? Oder geht man sogar so weit, wo man sagt, nein, nein, also wenn einer eine Demenzerkrankung hat, dann sollte Sexualität keine Rolle spielen. Wir haben das häufig in der Fachpresse, wenn Sie über Sexualität und Demenz reden wir meistens über sexuelle Übergriffe von nicht-demenzerkrankten Männern auf demenzerkrankte Frauen oder von demenzerkrankten Männern gegenüber dem Pflegepersonal. Überhaupt das ganze Thema Sexualität wird meistens nur vom Mann ausgehend besprochen, zumindest in diesem Zusammenhang. Dem ist natürlich nicht so. Und vor allen Dingen ist es so, dass diese sexuellen Übergriffe nur bei einem ganz geringen Prozentsatz der Menschen mit Demenz zutreffen. Also ist die Frage, wie können Menschen mit einer Demenz, wenn sie diesen Wunsch haben, diesem Wunsch nachkommen und wie können Sie ihn ausleben? Was glaube ich sehr, sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist die Art und Weise, wie ich auf das Thema Menschen mit Demenz und Sexualität blicke, hat ganz viel mit mir selbst zu tun, hat ganz viel damit zu tun, wie ich selber auf Sexualität gucke, wie bin ich erzogen worden, wie bin ich sozialisiert worden. Wir wissen, dass es zum Beispiel Pärchenbildung gibt in der stationären Pflege. Wir wissen, dass sich Männer und Frauen zusammentun. Wir wissen, dass sich Männer und Frauen zusammentun, wo der eine demenzkrank ist und der andere nicht. Und es gibt noch ein weiteres Thema, wo ich mich schon seit Jahren drum bemühe oder wo wir seit Jahren darüber diskutieren. Das ist die Frage der Sexualbegleitung. In der Regel sind es Frauen, die in Altenheime gehen, die woanders hingehen und sozusagen sexuelle Dienstleistungen anbieten, die auch Geld kosten. Also im Rahmen von einer, nennen wir sie Prostitutionsform. Man kann sicherlich darüber diskutieren, ob das die gleiche Art oder Form von Prostitution ist, wie es die beispielsweise an anderer Stelle. Aber das gibt es und das wissen wir Pflegenden. Und wir wissen, es hat was mit uns zu tun. Und wenn ich zum Beispiel grundsätzlich gegen sexuelle Dienstleistungen, gegen Geld eingestellt bin, kann ich dann trotzdem als Pflegender, kann ich dann trotzdem akzeptieren, dass es in der Einrichtung, in der ich bin, so etwas gibt? Oder nehmen Sie einen kirchlichen Träger. Nehmen Sie einen kirchlichen Träger, der bestimmte Vorstellungen hat, auch diesbezüglich. Können kirchliche Träger akzeptieren, dass Männer, in der Regel sind es einfach Männer, besucht werden von Frauen, von Sexualbegleiterinnen? Kann ich und will ich das akzeptieren? Können Träger das akzeptieren? Und wenn ich das nicht akzeptiere, nehme ich dann nicht den Menschen mit Demenz, die diesen sexuellen Wunsch haben, etwas weg? Ich weiß, dass das nicht so einfach ist. Man könnte natürlich auch sagen, wenn jemand sich nicht mit den Vorstellungen eines Hauses konform erklärt, dann kann er dort nicht wohnen, dann muss er woanders wohnen. Auch das könnte eine Lösung sein. Ich will da auch gar keine voreiligen Schlüsse ziehen. Also, die erste Frage dazu. Sehr persönlich, in welcher Art und Weise gehen Sie in Ihrem beruflichen Umfeld
mit der Sexualität von Menschen mit Demenz um? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Empfinden Sie es als Ressource? Empfinden Sie es als Problem? Haben Sie womöglich Erfahrungen in beide Richtungen gemacht? Also beschreiben Sie uns einfach Beispiele aus Ihrem beruflichen Alltag bezüglich der Sexualität von Menschen mit Demenz. Der zweite Punkt ist ein sehr, sehr konkreter. Ich hatte vorhin angedeutet, die Sexualbegleitung. Meine Frage an Sie ist folgende. Wie stehen Sie grundsätzlich zu diesen Dienstleistungen? Können Sie sich so etwas vorstellen? Oder welche Erfahrungen haben Sie vielleicht auch sogar mit solchen Dienstleistungen im Rahmen Ihrer Tätigkeit gemacht? Das wäre für uns sehr, sehr wichtig, weil wir finden es ein extrem wichtiges Thema, darüber zu reden. Denn wenn wir davon reden, dass wir Menschen ganzheitlich versorgen und ihnen ermöglichen wollen, in der Pflege und Betreuung Wohlbefinden und Lebensqualität zu erhalten oder zu befördern, dann gehört eben halt auch der ganze Mensch dazu. In diesem Zusammenhang also nochmal, jeder 1., 10. und 30. bekommt diesen Buchgutschein. Bitte antworten Sie uns bis zum 21. April 2014. Ich danke Ihnen und wir freuen uns sehr, sehr auf Ihre Antworten und wir sind unheimlich gespannt, Ihr Team des Dialogzentrums. Bis bald.